Ja, hallo zusammen, hier ist der Fuchskompensator 70 mit einem eigenen Replay von mir. Und zwar KV2 spiele ich täglich. Ne? Und wir sind hier auf der Map Paris gelandet, im Osten gestartet, Lotier-Gefecht, also Top-Tier, 6er, 5er, 4er. Und wir haben hier 4er, 6er, 5er und 6 4er, darunter 2 Heavys, 5 mittlere Panzer, 5 TDs, 2 Lights, 1 Arti. Munitionsverteilung habe ich hier 16 mal HE als auf der Position 1 und auf der Position 2 20 mal Premium Munition, die Premium AP, ne, die hier 700 Damage, 136 Durchschlag. Ja, fahren wir rüber zur Heavy Seite, Reload Zeit 1946. Ja, der hat auch schon eine Feldausrüstung. Jetzt fahre ich erstmal durch. Jetzt überlege ich mir, na, da könnte man auf dem VK vielleicht wirken. Ne? Und dann linse ich mal rüber und hoffe darauf. Ja, ja, ja. Komm her. Ach nee, da versteckt er sich da hinter der Wand. Ja, wird wohl nichts. Ja, wie gesagt, ich habe die Feldausrüstung schon drauf. Ausgeht und zwar auf R-Position 1 habe ich verbessert da. Fahreigenschaften, so wie ich jetzt hier auch die unten da den vierten Slot belegt habe, ne? Ne, das mit diesen beiden grünen Pfeilen. Dann als zweites Zielführung, als drittes einen verbesserten Ansetzer, den mit Anleihen erwerben kannst. Und wie gesagt, vierter Slot dann nochmal Detektive, verbesserte Fahreigenschaften, ne? Ja, mit dem VK, das wird da nichts. Da warte ich umsonst. Mittlerweile ist es 1:2. Aber keine Sorge, ich verpasse nichts. Ne? Bei. Ich wollte den unbedingt schöne Schelle reinhauen. Ja, warum ich hier Premium-Munition benutze. Ja, und da war das Fadenkreuz offen. Und habe erstmal eine volle Fahrkarte geschossen. Ja, schlecht gespielt von mir, ich weiß. So. Gleich ist die dicke Puste durchgeladen. Da ist es Lux. T34 OI. So, auf den Lux komme ich natürlich nicht. Auf den T34 auch nicht. Ja. Ja, fahr doch mal ein Stück vor. Komm her. Ja, das passt. Oh, in dem Moment fährt er zurück und die Granate fliegt über die Wanne. Ärgerlich. Der wäre bestimmt in die Garage gegangen. Ja, warum HE nicht? Ja, HE ganz einfach. Man muss schon. Oh, da kommt hier runter. Das ist nett. Tja. Jetzt habe ich den T34 doch erwischt. Erster Kill. Ja, wie gesagt, hier HE bounced ja, seitdem die HE-Granate genervt haben. Na, ist das nicht so schön. Da prallt ab, wenn er auf den Turm aufkommt. Oder schwer gepanzerte, machst du mit HE kaum Schaden. So, M10 RBFM, der Radiowagen. Für den hätte ich eigentlich auch eine HE laden können. Ne? Aber, naja, die Zeit der HE ist vorbei. So, jetzt komme ich auf den M10 nicht ran. Der kann natürlich über den Hügel schießen. Ja, jetzt spuckt er mir zweimal hier rein, dreimal. So, jetzt reicht's aber, es nervt. Ja. Hat mir hier 220 abgezogen. Jetzt ist aber gut hier. Ich will ja nicht so viel weggeben. Ja, ja, nochmal. Weil ich es ja wissen wollte. 120 nochmal. Ja, jetzt reicht's mir. Fahr jetzt erstmal hier in Deckung. 6:6 steht es. Ja, Lotier-Gefecht ist. Ganz kurios, wo die Leute auch immer hinfahren. So, der OI kommt über die Brücke. Ich weiß nicht, ob er mich vergessen hat. Ich bin aber nicht vorgefahren, weil ich ja immer noch dachte, dass der Radiowagen da unten steckt. Der M10. Ich sage mal Radiowagen. Weil FFM, ne? Ja, so ganz schlüssig bin ich nicht, was ich hier machen soll. Will auch nicht da. Oh, wer fährt denn da die Kartoffel? Ach, schade, schade, schade. Ja, das ist es immer. Da bewegt man sich, ja. Und in dem Moment fährt einer durch. Und der bleibt natürlich da stehen.
Und jetzt machen sie die Kartoffel da kaputt. Den kleinen Franzosen da, der BDR. G1B. Das war doch meiner. Ja, komm her. Noch ein bisschen. Ja, ich sag's doch, ne? Da hat der Indikator rot angezeigt. Das Einzige, was ich da die Kette gezogen habe. Aber ich hab's probiert. Es hätte ja sein können, dass er vielleicht noch mal einen Millimeter weiter zurückfährt. Und jetzt sehen wir, wo der M10 gelandet ist. Der ist nämlich da weggefahren. So, und jetzt bin ich wieder, ja, übermütig. Und er bleibt stehen. Ja. So, jetzt habe ich mir meine Hitpoints wiedergeholt, die er mir abgezogen hat. Zweiter Kill. Bleibt da ganz frech stehen. Da kriegt er eben eine Breitseite. 9 zu 10 steht es. Zweiter Kill. So, Damage ist noch nicht viel. 799. Ne? Ja, die mit dem M10, das hätte nicht sein müssen. Aber naja. 526 HP habe ich noch. So, jetzt warte ich hier und denke, ne, steht die Kartoffel da noch? Also, letzter Stand. Stehen ja beide Kameraden da noch. Aufgegangen, irgendwas steht da. Na, ich warte jetzt hier auch, dass er vielleicht doch vorfährt. Und mutig ist oder übermütig. Ach, ja. So. 7,5 Minuten gespielt. 10 zu 12. Richtig gut. Da ist ja gerade der Jagdpanzer durchgefahren. Jagdpanzer 4. In dem Moment fährt der BDR natürlich vor, weil ich offen war und verpasst mir eine. Das war richtig dumm von mir. Und schon habe ich nur noch 302 Hitpoints. So, der Jagdpanzer tobt da noch irgendwo in der Mitte rum. Fährt in Richtung Cap. Die Matilda ist auf freiem Feld und hat gerade den PZ rausgenommen. Und da ist die Kartoffel. Ja. Chance genutzt. Dritter Kill. So, wir sind bei 1295 Damage. So, jetzt ich bleib da hinten, drehe aber den Turm. Ich gucke, ob der Jagdpanzer in meine Richtung fährt. Weil hier bin ich eigentlich relativ sicher hinter der Ecke. Weil der OI braucht schon eine Weile. Bis er, oh, da geht der OI auf. Ja, nicht getroffen. Und dafür kann ich ihm eine schöne Breitseite geben. Oh, lecker Schmecker. 757. Der hat gut getan. So, irgendwer ist bei uns im Cap-Kreis. Und das ist der Jagdpanzer 4. Und da kommt der OI an. Und zack, raus. Vierter Kill. So, ich fahre jetzt hier erstmal in die Richtung, dass die Gegner... Ich wollte eigentlich wieder umdrehen. Hab dann aber gesehen, dass der M8A1 da in die Mitte fährt. Und blinkt den Cap-Kreis an. Ja, keine Sorge, ich habe das so halb im Auge, dass wir zum Cap-Kreis eventuell zurück. Jawohl, da steht der erste drinnen. Ich hätte jetzt auch gleich hier durchfahren können. Ja, warum ich hier extra nochmal eine extra Runde drehe, weiß ich auch nicht. Aber egal. Er ist ja flott unterwegs, dadurch, dass ich hier diese, ja, Ausrüstung habe, ne? Verbesserte Fahreigenschaften und die Detektive ist ja KV2 dann doch ein bisschen flinker. Mit 34 km/h fast teilweise. Ja, ich mache mir gar keine Sorgen. Das ist so eine Minute. Der M8 ist auch gleich da. Natürlich muss ich da über dieses Ding holzen.
Ich mache mir gar keine Sorgen. Einer von uns wird schon da sein. Da geht die Mathilda auf. Und kriegt einen Schuss rein. 13 Sekunden. Ich ziele ein. Und... Bums. Auch wenn es nur 82 HP waren. Fünfter Kill. So, FV 304 hat geschossen. Und das ist jetzt ganz nett. Das ist ganz nett. Der M8A1 schießt einmal auf die Arti und lässt sie mir. Er lässt sie mir für den Krieger. Ist das nett? Wahnsinn, habe ich mich auch bedankt. Ja, ich sage thanks, thanks. Und, ach, wir sehen uns Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, warum erster Klasse? Ganz einfach, Low-Tier-Gefecht. Da kam nicht viel mit rum. Ne? Ich sage mal, gut gespielt. Am Anfang weiß ich nicht. Aber es ist ein gutes Ergebnis und ich habe eben nochmal bei Kontrollgucken gesehen, dass der M8 doch nochmal auf die Arti geschossen hat, aber daneben. Ja, auch wenn er getroffen hätte, wäre die Arti für mich übergeblieben. Und ja, ich habe Fangs geschrieben. Ja. Das Einzige, was ich wieder verpasst habe, vielleicht Waffenbrüder anzubieten. Ich weiß gar nicht, ob, ja doch, hätte ich machen können. Und dann habe ich ihn nochmal persönlich angeschrieben. Er hat aber nicht geantwortet, aber macht auch nichts. Ja, dann kommen wir mal hier zur Auswertung und das, wie gesagt, ist dann Duelland und Wirkungsfeuer. 84.287 Credits, XP kommt später, Großgelieber, Kriegermedaille für die 6 Kills, Single Man Team Score, 2476 Damage, 6 Kills, 1079 Basis XP. Ja, dann gehen wir direkt noch Report, 10 Mal geschossen, 8 Mal getroffen, 7 Mal durchschlagen. Und dann haben wir hier 115 geblockt, ja. Und ja, 2 Kilometer Gefahr, dafür gab es 28.523 Credits. Dann habe ich hier noch diese aktivierten Bonus hier überall, ne? Ja, die ist zurzeit, den man aktivieren kann, 21.393 und 20.109 macht die 84.287 abzüglich Repair und Munition. Bleiben 32.907 Credits über das Ganze in 11 Minuten fast. Dann die Basis-XP plus persönliche Reservenbonus 810 und Missionsbonus 3.238 macht 5.667 XP und 81 freie Erfahrung. Denn eine Mission habe ich auch abgeschlossen. Das war Union 10, glaube ich, war abgeschlossen. Ja, in Richtung Excalibur. Die hat mir aber nur noch gefehlt. Ja. Gut, das war die erste Runde von KV2. Ja, ihr hört richtig, es folgt noch eine zweite. Na, also bis gleich. Ciao.